Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der zweiten Runde am neunten Spieltag. Wir sehen Hydraulikschüttler versus Verein für Bootsausflüge. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei der folgenden Runde. Wir sehen eine Fuso, Ismail, Trento, Bajoni und Westeras. Auf der Verein für Bootsausflüge sehen wir eine Bayern, Fuso, Pepsi, Aoba und eine Gäde. Die Gede auch wie in der Vorrunde wird sie benutzt vom Verein der Bootsausflüge. Nichts allzu Neues für uns. So, also auf unserer nicht allzu gut auskennbaren Karte der Dreizack, die wir definitiv nicht gestern bestimmt zweimal gestreamt haben. Ach, ich werde es immer weiter feiern. Ja. Aber die Aufstellung hier von Hydraulikschüttler erinnert mich etwas an eine Aufstellung vom Team, was wir gerade gesehen haben. Oder wie sieht ihr es? Ja, zu deiner Information Aussage, dass Isma, also dass die Vereine für Großaufflüge flexibel sind. In Schiffewechsel sind die flexibel, aber wenn sie einheitlich fahren, da sind sie alle einer Meinung. Die haben nämlich alle die Rotbuchtarnung drauf. In dem Sinne Das sind ist sie doch ein. mal schick zu sehen. In Sowas dem. ist toll. Obwohl, nee, das war das grüne Team, was ich angeschaut habe. Das grüne Team ist Aoba. Oh. Aoba hat alle. Ist komplett in einer Camouflage unterwegs. Ich sehe hier eine. Bei Verein für Bootsausflüge wurde auch probiert, eine gleichbleibende Camouflage zu verwenden. Überwiegend wird die King of the Sea-Tarnung verwendet. Und die Fuso ist schon offen. Und die Gäde hat als einzige Ausnahme eine komplett rote Tarnung, Pensacola aber ist jetzt mittlerweile offen. etwas gleichbleibend. Wie sehen Sie Tops es? von der Westeras sind raus. Tops von der Trento sind raus. Ach, jetzt Und die verstehe ich Trento die beginnt den Taktik. Kampf gegen Pepsi-Cola. Also, ich habe die Taktik gerade von Verein für Bootsausflüge verstanden. Sie haben ihre Gäde mit der Tarnung vom Team Hydraulikschüttler versehen, Bayern ist auf. damit sie die Schiffe verwechseln. Also, auf echter See könnte man meinen, ja, das würde passieren, aber dadurch, dass ja hier World of Warships einige Indikatoren verpasst haben, unter anderem ein grün und rotes Unterschied, würde ich mal nicht davon ausgehen, dass es passieren würde, es sei denn, die schießen ihre eigenen Teammates raus. Also mittlerweile hat die Pensacola auch schon rund 8000 Platten verloren. Pensacola. Ach, die Pensacola, meinst du? Ah, die Pepsi, der Pepsi Cola. Bitte nicht den Spitznamen verwenden, weil dies Schleichwerbung ist. Ah, okay, gut. Und ich dafür leider Und nicht die bezahlt Fusot werde. hat richtig einkassiert von der Ismail. Sogar den Doppelbrand drauf. Mittlerweile runter auf 27 Platten. Und 27.000. als ob das nicht reichen Und würde, da kommt kommt jetzt der eine nächste Salve. Einschlag von der gegnerischen Fuso, trifft der auch wieder so hart. Auch Ja. wieder ein Treffer. Derzeit Gede, Fuso und Bayern offen. Gede ist So. mittlerweile zugegangen. Auf der anderen Seite Westeras, Fuso und Bojani offen. So, Trude, um mal das Thema vollständig zu Ende zu bringen. Scheibenkleister. Hätte ja klappen können. Und Tops von der Westeras. Aber Ja, ich auch die Gerücht, Fuso. oh, ja. Nicht Die nur laufen aus. Gelde hat jetzt in die Richtung der letzten Position der Westeros torpediert. Und ja, ich Ja. verstehe deine Angst vor der Schleichwirkung, deswegen sage ich nicht mehr Pensacola, sondern nur noch die Penzer. Findet ihr auch, dass die Aoba ganz schön mutig dort ist, in jetzt mittlerweile gegen drei Schiffe anzutreten? Sie So. sieht zwar nur die Bajoni, aber wird wohl wissen, dass die Ismail da hinten auch
lauert. Und jetzt beginnt die Westeras sogar mit den Hauptkanonen frech zu schießen. Und da ist auch der Doppelbrand. Und da kommt ist die... Ismael. Oh, da hat er noch was aber richtig Lack gehabt. Habt ihr noch nichts von dem neuen Schlachtschiff der Japanern gehört namens Aoba? Also jetzt hat sie es eingesehen, dass das ganz schön gefährlich wird, was sie da... Ja, aber ganz sicher nicht, weil sie dreht wieder halbwegs breit zu Ismael. Aber wisst ihr, was mir in der Runde jetzt schon ziemlich skurriles auffällt? Sie schießen auf ein Teammate. Der Team Hydraulik Schüttler schießt auf ein Teammate hier. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hä? Wo? Naja, hier auf die Ober. Ey, wirklich, dass du den Witz nicht begriffen hast? Ja, ich verstehe, aber du musst wissen, die Ismael, also die Hydraulische, hat die rote Titan und die Rotblut, während Aoba die King of the Sea Titan haben. Ja, ich weiß, aber es ging jetzt gerade einfach darum, um Aoba. Aoba schießt auf Aoba. Oh mein Gott. Also den musste ich wirklich jetzt auch verarbeiten. Und die Ismael, die kriegt sie einen Torb? Nein, sie kann auch gerade so ausweichen. Also Yonzizo, der kommt Platz. Jetzt beginnt Westeras den Kampf gegen die Gede. Die Gede aber sofort hinter der Insel. Und mittlerweile, was ich für die Aoba gesagt habe, gilt vielleicht jetzt ein bisschen für die Trento. Die fährt auch ziemlich weit nach vorne. Ach Quatsch. Wobei. Es ist ja nicht das Problem. Trotz. Sie hat immer noch ihren Nebel. Sie müssen nur einmal den Nebel zünden und dreht eh mal ab. Ja, aber die Bayer muss nur einen gezielten Schuss setzen und dann das ist eine Bayer. Sie auch mal schnell habiert. Also wenn, würde ich ja eher sagen, die Pensacola. Da hat irgendwas jetzt vom Team Hydraulic Schütter was für Fressen. Jedenfalls ging das von 173k auf 158k. Nein, also wenn war es dann die Ismael. Oh ja, die Ismael hat erstmal locker flockig die 15.000 Platten verloren. Also derzeit jetzt nach Stand sehr aufgeteilt die ganze Geschichte. Die Fuso schießt jetzt mit HE auf die Bayern. Wenn ich mal kurz was sagen darf. Team Hydraulik-Schlüttler liegen mit 40k mehr an Team HB als die Vereinigte Bootsausflüge. Der Verein für Bootsausflüge hat sich jetzt aber ziemlich zurückgenommen. Also ihr Push ist beendet. Alle jetzt ziemlich weit. Und da ist die Aoba raus. Da ist die Aoba raus. Sie hatte noch 3000 Platten. Die Ismael hat die Aoba rausgenommen. Aber jetzt kriegt die Torps Richtung Ismael unterwegs. Jetzt bleiben wir natürlich einmal drauf, um zu gucken, ob die Torps noch treffen. Das waren die Torps der Aoba, müssten das gewesen sein. 10 Kilometer. Das sieht so aus, als würde die Ismael noch ein Tor von der... Nein, da hat sie aber Glück gehabt. Schwein gehabt. Oder vielleicht sogar teilweise ein bisschen überlegt gefahren, dass sie wusste, dass die Torps, wenn sie ein kleines bisschen zurückfährt, nicht ankommen. Aber da kommen schon die nächsten Torps und das sind die Torps, die man von der Gede. Und... Oh. Alter, hat die Ismael ein Schwein. Mensch, 30 Zentimeter gefühlt vom Rumpf... sind die Torps ausgelaufen? Sag mal, warum läuft das heute die ganze... Warum läuft das letzte Zeit so krass... Nee, warum läuft das heute so krass mit den Torps kurz vor den Schiffen aus wie gestern? Aber jetzt wird die Westeras ganz schön mutig. Die traut sich ins gegnerische Cap. Nee, sie hat nichts zu befürchten. Das Einzige, was sie momentan zu befürchten hat, ist eine Pensacola. Ja gut, die kloppen... Derzeit sind runter, auch nur Trento und Bad Johnny auf. Andererseits, was soll die Westeros aufmachen? Die Gäde ist hier drüben beschäftigt und hat eigentlich nicht wirklich die Zeit und die Nerven, mit einer Westeros sich zu betteln. Die Pensacola ist so weit weg. Aoba sieht derzeit außer die Gäde alle anderen Schiffe. Und jetzt ist die Gäde aufgegangen. Für ganz kurze Zeit. Und jetzt werden sich gleich Westeras und Gede treffen. Mit Glück hat die Ismael schon nachgeladen und dann könnte die Gede wirklich einen
Problem kriegen. Und jetzt beginnt das DD-Battle. Interessant wird's, ob die Gede, ja, sie kann gleich nebeln. Sie kann gleich nebeln, wird aber definitiv Schaden bekommen. Und hat sie auch schon. Was interessant ist, dass die Gede nicht das Feuer erwidert, um halt noch die Chance zu ergreifen, zuzugehen. Und da sind auch Promptorps Richtung Ismael rausgegangen. Von der Gede. Oder waren das doch Torps, die der Westeras gelten? So, jetzt ist nur noch die Fuso offen. Jetzt ist nur noch die Fuso offen. Auf Seiten, aus Sicht von Aoba. Torps keine Gefahr für die Ismael, die gehen weit vorbei. Die waren niemals für die Ismael bedacht. Die waren alle für die Westeros, aber die ist natürlich clevererweise ausgewichen. Derzeit nur die Bajoni offen. Dementsprechend kommt da jetzt eine Salve AP. Von der Fuso. Aber das interessiert die Aoba relativ herzlich wenig. Nimmt da kam der Gießkanneffekt. Und jetzt wagt sich wirklich die Westeras in den Mittelkreis, in die Homebase. Naja. Wenn ja, ist das wirklich frech, muss ich sagen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Naja, nicht unbedingt, so würde ich es nicht sagen. Aber wir haben einige Situationen schon gehabt. Aber Fakt ist halt nun mal, niemand kann halt momentan was machen. Die Gäde, okay, sie könnte jetzt botten gehen, aber bringt nicht wirklich viel. Aber jetzt macht Aoba das, was der Verein für Bootsausflüge vorher gemacht hat. Sie ziehen sich zurück zu Homebase und gehen doch eher wieder zusammen. Naja. Im Endeffekt müssen sie ja nur noch konzentriertes Feuer anlegen und dann ist es gar kein Problem, weil zum Beispiel die Fuse kommt jetzt vor und ist jetzt tot. Kriegt jetzt noch eine Salbe raus, aber ich glaube nicht, dass es jetzt weltbewegend sein wird. Die ist sogar für die Trento gedacht. Ja, dann könnte es vielleicht doch was werden. Naja, leider etwas zu weit drüber gezielt. Fuso und ist die raus. Fuso ist raus. Die Bayern. Die Gede kommt immer näher zum Homecap. Und da kommen die Torps der Westeras auf die Bayern. Naja, Bayern hat auch nur noch knapp 24.000. Pensacola hat noch knapp 19.000. Und die Westeros ist aus dem Cap raus. Na gut, die hat jetzt einen deutlichen Punktevorstand für ihr Team. Jetzt war die Gede, jetzt ist die Gede wieder offen. Und da kommt gleich der indirekte Smoke der Gede wieder zum Einsatz. Jetzt erwidert aber die Gede das Feuer. Diesmal tut sie es und... Aber er fährt halt weiter. Er setzt Nebel und fährt weiter, ohne dabei zuzugehen. Jetzt war ganz kurz zu. Also das habe ich jetzt nicht verstanden, was dieser Nebel bringen sollte. Und da kommen die Torps. Da kommen die Torps. Reicht er aus. Kein Problem für ihn. Aber kann mir jemand erklären, was die Gede hier gerade treibt? Nette. Der Nebel ist... Hätte sie auch nicht legen brauchen, wäre auf Sebi hinausgelaufen. Und dann so zu fahren, dass sie halt weiter offen bleibt. Jetzt nutzt die Westeras selber den Nebel. Und die... Nebenbei hat die Trento die Bayern rausgenommen. Ich glaube, das war's jetzt für die Gede. Ja, und die Ismael nimmt die Pensacola raus. Ja. Das war's. Ein Hin und Her, sozusagen. Aber dann doch eindeutig, was die Killrate anging. Oh, und es geht los. Auf in die zweite Runde.
Wir haben Fuso, Ismael, Trento, Bajoni und Gepard. Ein Wechsel sozusagen auf Seiten Aubas. Auf Weber sieht man auch einen DD-Wechsel. Und einen Kreuzerwechsel. Statt der Aube haben sie jetzt einen Leander mit. Und einen BB-Wechsel. Uso hatten sie drin. Sie haben die Ismael jetzt mit rein. Richtig. Bayern die ist raus. Die Bayern raus, Ismael rein. Aoba raus, Leander rein. Hatsu raus. Nee, Dede raus und Fushun. Fushun hat ja bekanntlicherweise Tiefenwassertorps und ist ineffizient, wenn man DDs toppen möchte. Vielleicht hatte man gedacht, dass die Westeras wieder genommen wird. Aber auch auf Seiten von Aoba wieder kein DD mit Nebel. Da verlässt man sich doch sehr auf die Geschwindigkeit wieder. Ich habe ja die Fushun selbst gespielt und ich muss sagen, die Torpedoreichweite ist nicht gerade prickelnd. Die Fushun ist mehr ein Gang-DD. Ich habe mehr mit den Gans damals gearbeitet als mit den Torps. Also da wird spannend, ob das so ein Kanonengefecht wird oder ob die Fu schon wirklich einen auf riskant macht und sich aufgehen lässt, nur um toppen zu können. Was man schon mal sieht, beide Zerstörer auf der gleichen Seite unterwegs. Zumindest von der Ober kein Versuch durch den Kanal. Bisher noch nicht, zumindestens. Von der Gepard kommen die ersten Torps. Blind natürlich erstmal rein. Wahrscheinlich nach RPF. Die meisten ersten Torpedos, die man von DDs sieht, sind nach RPF geschmissen worden. Was mich eigentlich jetzt wundert, sind die Trento-Torpedos. Und die Fuso ist offen. Die Fuso ist offen. Welche Fuso? Achso, die Fuso. Die Fuso von dem Verein der Bootsausflüge. Weber. Wie bitte? Weber. Abkürzung. Weber, sorry. Weber ist die Abkürzung. Ist jetzt offen und auch die Fushun ist offen. Die Fushun hat sofort angefangen zu nebeln. Und schießt auf die Gepard. Die Gepard hält sich aber zurück und erwidert nicht das Feuer. Bajoni und Ismael bleiben am Cap. Panzerkoda bleibt auch stehen unten. Interessante Weise ist ein... Haben wir einen Abbruch? Wir haben Abbruch. Hä? Abbruch? Abbruch, okay. Ja, Abbruch, okay. Wir wissen nicht, wieso der Abbruch war. Und wie weit waren wir schon rein? Gab es einen Disconnect vielleicht? Oh, der Raumersteller hat Zyklon angemacht. So, jetzt wird es natürlich interessant, wie jetzt die Strategie gewechselt wird. Wie sich jetzt die Schiffe aufteilen werden. Also sehen wir jetzt von einem Team einen Mittelpush. Das wäre wirklich mal interessant. Das würde ich, glaube ich, feiern. Wenn ich... Wäre eine Überraschung. Ich schalte mich dann mal auf Seiten der Aoba. Schalte dich mal auf Seiten der Aobas. Wir sehen also wir werden dich nie wieder im Tageslicht sehen. Nein, aus der Sicht der Aoba natürlich. Ich gehe dir mal rüber sozusagen und der Kolumbius hat den Gesamtüberblick. Weil das wird jetzt wirklich interessant. Gut, ich mache Gesamtüberblick über die Mitte.
Reicht doch, oder? Ja, kannst ja auch sagen, ob wirklich da welche Schiffe durchfahren. Also was sich schon mal ändert, die Leander fährt jetzt Richtung Achterlinie und Pensacola Richtung Viererlinie. Bei der Europa hat sich eigentlich nichts geändert. Diesmal bei Johnny im Päckchen auf der 7er Linie, währenddessen die anderen drei Schiffe wieder auf die gleiche Seite Richtung 2er Linie begeben. Also bei seitens Auber liegt keine Taktikveränderung vor. Und wir sehen es wirklich. Macht sie es wirklich? Macht sie es wirklich? Torpedos der Trento sind auf die Mitte ausgerichtet und laufen. Und die Fushun macht den Mittelpush. Dann könnte Fushun Pech haben und könnten dann die Torps der Trento einfach so überraschend dabei hier auftauchen. Und der Bajani könnte auch um die Ecke warten, wenn die Fushun jetzt wirklich da durchgeht. Nein, sie platziert sich bloß. Als Gegenmittel gegen einen eventuellen Push durch die Mitte positioniert sie sich bloß. Bisher kein Schiff von Aoba. Und Weber ist jetzt die Pepsi und die Fuso offen. Jetzt ist die Fuso offen von Aoba. Und Torps sind sichtbar. Mit die Part sind ja jetzt zwei Salven raus und die Pepsi. Von, also die Panzer, der Weber wird schon beschossen. Fushun fährt inzwischen rückwärts in den Kanal. Das kann auch eine Taktik sein. Und Leander und Ismael fahren weiter die 9er Linie hoch, beziehungsweise die Ismael noch im 8er Bereich, aber Leander jetzt mittlerweile Höhe Insel F9. Dann müsste er gleich eine Bajani und eine Ismael. Die Ismael ist gerade in dem Augenblick, wo du das sagen wolltest, ist sie aufgegangen. Nur Pech, dass die Ismael alle Geschütze schon auf die ausgerichtet hat. Und sobald sie offen ist, bereit zum Schießen ist. Nein, die Ismael hat ihre Geschütze nicht in die richtige Richtung ausgerichtet. Also sie müsste noch Anpassungen so gesagt Ismael beginnt zu schießen. Die andere Ismael von Aoba dreht ihre Türme. Und die Fushun mittlerweile fast im Rückwärtsgang Richtung Homebase. Und jetzt ist die Fuso von Aoba aufgegangen. Also das ist wirklich frech, was hier der Verein für Wurzels für gemacht. Das ist echt frech. Warum? Und die Gepard ist aufgegangen. Jetzt die Trento offen. Aber die Bajani? Momentan sind sie es gefüttert? Die Bajani hat irgendwie gewusst. Durch den Flieger wahrscheinlich, den sie draußen hatte. Das könnte natürlich sein. Aber dann sieht er jetzt nicht die kommenden Torps. Er ahnt doch, es und bleibt stehen. Die Bajani hat auch Hydro, wenn mich nicht täuscht. Mm-mm. Hat er wahrscheinlich gleich aktiv. Die Bajani hat kein Hydro? Nee, war so, als hätte die Hydro. Nein, die hat kein Hydro. Dann hat sie es geahnt. Bajani besitzt leider kein Hydro. Und die Fushun fährt sofort zurück. Sie wagt es gar nicht länger, in der Homebase zu sein. Sie fährt durch den Kanal zurück. Und die Ismael kriegt dafür weiter Schüsse von der Ismael und von der Leander. Die Fuso von Weber hat aber auch schon einstecken müssen. Da sind jetzt Störtorpedos der Bajani raus in den Kanal. Ja, aber da ist schon lange nichts mehr. Die Fuso ist komplett durchgezogen.
Ansonsten ist hier noch nicht viel passiert, bis auf dass die Fuso etwas runtergeschlagen ist und die Ismael. Beziehungsweise das Beinschlachten von Feinden für Bootsausflüge. Was mich eigentlich auch noch wundert, alle Schiffe von Weber waren offen, bis auf die Leander. Und die Ismael der Weber stand ja 2 Plankquadrate vor der Homebase der Ober. Das Problem ist jetzt halt, dass die Fushun durch die Aktion jetzt kostbare Zeit verliert, weil sie einmal komplett um die Insel rum muss, um wieder am Spiel beteiligt zu sein, bei dem Push der Ismael und der Leander. Das verbraucht kostbare Zeit. Ich werde in meinem Stream gemobbt. Oh. Oh. Na danke auch. Was ist denn los? Naja. Die Liane gebeacht. Also es gibt kein Team Joghurt mehr, es gibt nur noch Team Joghurt. Team Joghurt? So ganz stört es mich ja nicht, weil es mich nicht wirklich betrifft. Es ist ja nur. Es betrifft ja mehr Toto, aber naja. Egal oder was. Mittlerweile ich find's trotzdem hat sich Aoba komplett zu Homebase zurückgezogen. Ja, ich soll ja das Bild ja mal ein bisschen bewegen. Sonst beschweren sich ja wieder Zuschauer. So. Mit Recht wahrscheinlich. Ich hatte gerade eine echt schöne Ansicht, wo man das kompletten Schlachtfeld wunderbar überblicken konnte und eigentlich alles Wichtige sehen konnte, weißt du? Wofür denn noch Kamerabewegungen? Ist doch langweilig. Ismael fährt zurück. Wenn mich nicht jetzt täuscht, die Jeep hat der Ober versucht, die UNO Reserve Card auszuspielen und versucht die gleiche Taktik jetzt an Weber, indem die Gepard durch die Mitte fährt. Ja. Fushun hat Tiefseetops abgelassen auf die Ismael und zur gleichen Zeit hat die Leander ebenfalls Torps losgeschickt. Und die Ismael wird einen Tiefseetop mitnehmen. Ja. Heftiger Einschlag auf der Ismael. Das sind halt die Tiefenwassertops, die gehen extrem spät auf. Naja, die haben halt mittlerweile fast in der Homebase. Ja, und gleich müsste die Pensacola die Gepard sehen. Eben, und das wird natürlich nicht gemütlich werden. Das ist natürlich jetzt sehr gewagt von der Gepard, dort gegen die Pensacola es aufnehmen zu wollen. Vor allen Dingen, sie hat keinen Nebel. Ja, aber die Pensacola rechnet und die HE-Munition der Pensacola darf man nicht unterschätzen. Ja, die kann auch genauso und die Gepard ist offen. Und hat jetzt aber einen schweren Treffer von der Fuso erleiden müssen. Weil die halt dreiseitig kurz gefahren ist, um halt zur Homebase zurückzukehren. Das Blöde ist, du kannst einfach nicht mehr so ohne weiteres die Geschütze drehen. Werden wir jetzt den First Kill sehen? Also wir werden definitiv... Das sind aber auch schon kräftige Treffer, die Gepard-Munition macht. Ich hätte wusste nicht, dass die Gepard mit AP so stark ist, aber wo schießt ich auch nicht. Cola hin? Wow! Oh. Gepard nimmt mit AP die Pensacola raus. Ich glaube, das hat die Pensacola selber nicht so gedacht, dass die Gepard so reinhaut. Das ist jetzt für mich selber eine Überraschung. Ich schalte mal jetzt kurz auf die Gesamt. Da bin ich jetzt auch gerade drauf. Die Gepard hat jetzt freie Spieler unten. Richtig, und die Fuso hat mit der Trento und mit der Fuso genug zu tun und wird jetzt läuft auch noch auf Tops der Trento auf. Die aber, glaube ich, vorbeigehen werden. Nein, er dreht rein. Oder? Ganz knapp. Und jetzt hat die Fuso einen heftigen... Der Konteradmiral hat einen heftigen Treffer erlitten. Und die Ismael kann den auslaufenden Torps der Fushun ausgehen. Die jetzt übrigens auch in der Homebase drin ist. Aber wer soll da noch was machen? Die Gepard wird das wahrscheinlich durchkippen können. Leander wurde jetzt zum Rückzug aufgefordert zur Homebase und ist direkt auf dem Wege,
Das würde aber, glaube ich, von der Zeit nicht mehr genügen. Das meine ich. Ist die Leander wirklich so schnell und kann es noch in Time schaffen? Oder wird die gepaart vorher, dass die das durchnehmen? Vor allem die Leander ist noch nicht mal offen. Also das sollte... Das schafft, glaube ich, die Leander nicht mehr. Nee, Fushun hat jetzt... Das Spiel ist durch. Fushun gewinnt durch. Ich denke auch, dass wir hier einen Sieg durch Captain sehen, beziehungsweise... Ja, Sieg durch Captain Leander wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig schaffen. Vor allem die Part geht schlecht. Was mich wundert, wieso die Fushun nicht schon längst den Rückwärtsgang eingelegt hat und schon zu Base gefahren ist, als sich angekündigt hat, dass die Pensacola rausgeht. Hätte da nicht schon längst die Fushun und die Leander den Kurs ändern müssen? Um als doppelte Abfang... Schon. Optimal wäre es natürlich gewesen. Und da sind ja die letzten Entscheidungen. Kann die Leander noch in der Base blocken? Ich bin jetzt in der Sicht von der Leandra. Oh, und das wird mal knapp. Aber sie kommt noch rein. Das wird sehr knapp. Das wird knapp. Sie ist drin, ne? Und die Leandra ist drin. Wahrscheinlich sie ist drin, aber in der Zeit ist eine Fuso auf zerstört worden. Frage ist, geht die Gepard raus oder wagt sie den Kampf gegen die Leander? Gegen fast Full Life Leandra wird es nicht gerade leicht mit einem fast toten DD. Ich meine, wirklich totgesagte Leben länger. Aber sie hat probiert, sich hinter dem Berg zu verstecken. Aber wird wahrscheinlich jetzt resettet. Und der Reset ist durch. Und ich fuhr schon kein Captain. Und die Bajani hat gerade einen einkassiert. Also, liebe Zuschauer, das Spiel ist noch offen. Ich bin jetzt mal in die Gesamtübersicht drüber gewechselt mal wieder. Jetzt kriegt zwar die Ismael durch die Bajani und durch die Ismael auch ordentlich Feuer. Oh, aber derzeit läuft der Timer noch für die Fushun. Jetzt kommt die Leander um der Ecke. Die Gepard sieht die Leander nicht. Aber weiß nicht, dass sie... Die fährt jetzt in den Rückwärtsgang. Jetzt ist die Leander zu sehen. Oh. Jetzt ist die Leander zu sehen. Heftiger Einschlag. Und die Leander müsste gleich wieder feuern können. Da hatte die Gepard Schwein gehabt, dass die Insel da... Und die Leander so einen flachen Schusswinkel hat. Die Fuso versucht jetzt ebenfalls zurückzusetzen, aber da kommen sofort die Tiefseetorps der Fushun. Aber der hat wurde zurückgesetzt. Einen wird er nehmen, oder? Nee, nein, er wird raus. Auch und... Noch hat die Gepard Glück gehabt. Da ist die Ismael raus. Jetzt wird es natürlich sehr schwer, das nochmal zu drehen. Weil die Gepard auch gleich raus ist. Die Gepard und da ist raus. Die Gepard gefallen. Und damit der erste Kill gegen... So, jetzt wird es interessant. Wann kann die Fushun ihre Torps feuern? Die Fushun sieht derzeit nichts. Jetzt sieht sie kurz. Jetzt hat sie was gesehen. Und da kriegt sie natürlich mega mäßig Feuer. Da hat das Fokusfeuer tatsächlich funktioniert. Und war das so clever, da rauszufahren in der. Aber auf der anderen Seite, ihr blieb, glaube ich, auch nichts anderes übrig. Und wir haben doch ein abwechslungsreiches Match gesehen. Und der Kanal wurde doch mehr befahren als man angeht.
Ey, ich sag euch, die Leute in dem Kanal waren niemals vorbereitet, so viele Schiffe zugleich zu sehen. Und jetzt geht die Lianna nochmal rein, wahrscheinlich auf eine letzte Angriffsmission, um eventuell noch die Trento mitzunehmen. Das könnte sie sogar schaffen. Also sagen, meine Überraschung auf jeden Fall bei dem Match war die Gepard gegen die Pensacola. Damit habe ich niemals gerechnet. Meine größte Überraschung war wirklich, dass Weber kurz vor Sieg stand. Und dass ihre Basis zur Hälfte gekappt wurde. Ich hätte Weber das wirklich gegönnt, diesen Sieg. Und jetzt gibt es noch ein Rammmanöver von der Trento. Jetzt wird sich doch mal gerammt. Ja, Gnadenkill. Damit ist jetzt auch eindeutig, damit ist die Hydraulikschüttler aka Ober 2-0.